Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge. Wir möchten euch heute eine Geschichte erzählen, die sich genau so in Südafrika abgespielt hat. Und zwar wurde die von einem Park Ranger erzählt, der dabei war, als ein Adel, der 10 Jahre lang im Zoo eingesperrt war, freigelassen werden sollte. Der Adler ist ein prachtvoller Vogel. Das schöne Gefieder auf seinem Kopf und der spitz zulaufende Hals verleihen dem Adler eine beinahe königliche Erscheinung. Sein Schnabel leuchtet gelb und er hat gelbe Ringe um seine durchdringenden braunen Augen. Die Flügelspanne eines ausgewachsenen Adlers beträgt 2 Meter. Es ist wirklich ein Erlebnis, ihn fliegen zu sehen. Er nutzt geschickt die Thermik und im nächsten Moment stürzt er nach unten mit seinen Flügeln, um zu landen und die Beute zu fangen und dann wieder hoch zu steigen in den Himmel, immer höher und höher, bis man ihn fast nicht mehr sieht. Stellt euch einmal diesen Adler vor, der solch eine Freiheit hat und dann 10 Jahre jeden Tag in einem Käfig leben muss. Kein Käfig kann jemals so groß und komfortabel für einen Vogel sein. Er durfte 10 Jahre lang nur von Ast zu Ast hüpfen und den Himmel immer nur durch Gitterstäbe sehen. Nun meldeten sich verschiedene Vertreter der Naturreservate und verlangten die Freilassung des Vogels aus dem Zoo. Dies wurde bewilligt und der Tag X kam und der Adler wurde verladen und wurde in die Wildnis gefahren. Alle waren gespannt und sogar ein paar Reporter wollten das Ereignis miterleben. Als sie endlich angekommen waren, stellten sie den Käfig strategisch an den Rand einer Klippe. Ein Ranger öffnete die Tür des Käfigs und alle hielten gespannt den Atem an. Sie wussten, das ist der Tag, an dem die Gefangenschaft des Adlers endlich ein Ende findet. Er ist jetzt dort, wo er schon immer hingehörte. Aber sie warteten und warteten und nichts passierte. Dann kam einer der Ranger und stupste den Vogel vorsichtig mit einem Stecken aus dem Käfig auf den Felsen. Aber der arme Vogel saß einfach nur mit müden Augen da. Oh, wie enttäuscht alle waren. Stunde um Stunde verging. Plötzlich aber schaute der Adler auf und seine schönen Augen erforschten den Himmel. Was war das? Und dann hörten es alle. Ein anderer Adler rief. Der Adler auf dem Felsen hörte ihn und schaute angestrengt auf. Und plötzlich, ohne zu zögern, flog er los. Im nächsten Moment flogen beide Vögel zusammen und umkreisten sich. Höher und höher stiegen sie auf. Ja, es ist die eine Sache, den Vogel aus dem Käfig zu bekommen, aber wie bekommt man den Käfig aus dem Vogel? Die 10 Jahre Gefangenschaft haben dem Adler wirklich zugesetzt. Er hat gedacht, er ist immer noch in einem unsichtbaren Käfig gefangen, obwohl er eigentlich schon längst frei war. Ja, diese Geschichte ist echt sehr bewegend. Jesus hat für uns auch damals am Kreuz den Käfig geöffnet. Das Leben im Käfig ist vorbei. Der Stein wurde für uns zur Seite gerollt, damit wir unsere echte Freiheit entdecken konnten. Genau das dürfen wir nämlich an Ostern feiern. Der Adler hat seine Identität verloren. Er war so lange im Zoo, dass er vergessen hatte, was für ein Vogel er wirklich war. Wie der Adler vergessen wir oft auch, wer wir wirklich sind. Wir haben vergessen, dass wir nach dem Bild Gottes gemacht wurden. Er ist die Stimme des freien Adlers, die uns ruft zu unserer Freiheit und unserer wahren Identität. Auch wenn du vielleicht gerade noch am Felsen sitzt, wage den Schritt und stoß dich ab vom Felsen, weit hoch in den Himmel und sei frei. So, und jetzt zum Schluss noch unser Power-Tipp. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Ja, das steht in Jesaja
40, Vers 31. Was für eine Zusage! Nehmt diesen Vers euch wirklich zu Herzen, lest ihn durch und geht damit vorwärts in die nächste Woche. Wir wünschen euch ein tolles Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hier oben könnt ihr eine weitere Sendung von unserem Kanal anschauen. Direkt drunter mit einem Klick könnt ihr unseren Kanal abonnieren, um keine neuen Sendungen mehr zu verpassen. Aktiviert auch die Glocke, dann werdet ihr jedes Mal benachrichtigt, wenn wir was hochladen. Und wir würden uns mega freuen, wenn ihr unten in den Kommentaren ein Feedback für uns schreibt.